Menschen, die doch so wenig gehört werden. Wir haben doch im Wahlkampf deutlich gemacht, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergehen darf, dass wir die Partei der Mieterinnen und Mieter, der Pflegekräfte sein wollen, dass wir die konsequente Friedenspartei sind und für den Umweltschutz und den Klimaschutz stehen. Das haben wir versucht deutlich zu machen und wir müssen in den nächsten Wochen und Monaten analysieren, woran es gelegen hat, was wir besser machen können. Ich möchte aber natürlich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Ich war in den letzten 5 Wochen in ganz Deutschland unterwegs, in über 50 Städten, wir waren alle unterwegs. Und ich habe vor Ort so viele tolle Mitglieder erlebt. Die Direktkandidaten und Direktkandidaten, die sich reingehangen haben. Die Mitglieder, die ihren Jahresurlaub genommen haben, um Plakate zu hängen, um Haustürgespräche zu machen, um Flyer zu stecken. Ihr seid das Herz und die Seele dieser Partei und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr diesen Wahlkampf so gerockt habt, dass ihr ihn so auf die Beine gestellt habt, dass ihr ihn so gut organisiert habt, dass ihr so viele mobilisiert habt. Das macht diese Partei aus und deswegen ganz herzlichen Dank an alle Wahlkämpfenden in dieser Partei. Wir haben viele große Veranstaltungen gehabt. Wir haben über 150.000 Haustürbesuche gemacht und ich freue mich auch über die über 1.000 Neumitglieder. Aber das alles kann ich hinwegtäuschen über dieses Ergebnis. Das ist ein schwerer Abend für uns, das ist auch ein schwerer Schlag für die Linke. Jetzt lasst uns heute Abend gucken, wie es ausgeht. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende die 5 vorne haben. Ich habe in Hessen einige Wahlabende erlebt, das ist immer gut ausgegangen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das heute Abend schaffen. Aber es gilt, wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam. Wir sind eine Partei. Und deshalb lasst uns auch in dieser schweren Zeit jetzt zusammenstehen, zusammenhalten. Wir sind die Linke. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, auch ich will zuerst herzlich Danke sagen bei den vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, bei den Helferinnen und Helfern, die unsere Tour begleitet haben, bei all den unzähligen Leuten, die sich so engagiert haben bis in die letzten Minuten. Ja, deshalb haben wir es hoffentlich geschafft. Das ist ein ganz bitterer Abend. Das ist eine Niederlage für uns, da haben Susanne und Janine alles gesagt. Ich will ausdrücklich Danke sagen an Janine. Ich glaube, wir haben das ganz gut miteinander hingekriegt. Es war ein guter Wahlkampf. Und trotzdem müssen wir dieses Ergebnis ganz nüchtern einschätzen und wir müssen Grundfragen stellen. Eines ist ganz klar, es kann so jetzt kein Weiter-so gehen. Wir müssen gemeinsam, und das betone ich, gemeinsam analysieren, was waren die Fehler, und sie lagen nicht im Wahlkampf. Sie lagen auch nicht in der Zeit, wo Susanne und Janine Parteivorsitzende geworden sind. Sie sind tiefergehend und wir alle haben dafür eine Verantwortung. Und lasst uns jetzt nach vorn schauen. Lasst uns natürlich heute auch nochmal besonders auf Berlin setzen. Ja, wir werden über 5% kommen, das ist überhaupt keine Frage. Und wir werden noch mehr als 3 Direktmandate gewinnen, das ist auch keine Frage. Das sage ich jetzt mal in großer Zuversicht. Guckt mich nicht so böse an, wir schaffen das. Und wir schaffen es auch danach. Also lasst uns weiter kämpfen, lasst uns weiter engagiert sein. Wir werden gemeinsam miteinander auch streiten um den Weg. Aber eines ist klar, nicht nur, dass wir gebraucht werden, sondern es geht darum, dass diese Gesellschaft vor so riesigen Herausforderungen steht. Und ich habe eine große Skepsis, wie immer die nächste Konstellation aussehen wird, dass die diese Herausforderungen annehmen. Deswegen, unser Platz im Deutschen Bundestag wird die Opposition sein und wir werden das soziale Gewissen im Deutschen Bundestag sein. Das ist unstrittig. Herzlichen Dank und lasst uns trotz dieser Zahlen heute gemeinsam ein bisschen feiern. Schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank, ihr drei. Dankeschön. Ich danke Kommt euch. Noch mal ganz kurz noch nach vorne. Kommt noch mal ganz kurz noch nach vorne. Die drei haben so viel Arbeit geleistet. Nochmal einen ganz, ganz großen Applaus. Ein Applaus für euch alle. Einen ganz, ganz großen Applaus an uns alle.